Diese Monster mir gehorchen, kann man mich nicht länger übersehen. Zunächst vergrößern wir eure winzigen Gehirne. In nur einer Mikrosekunde erfülle ich euch mit dem Wissen der ganzen Weltgeschichte. Sehr gut, wir reizen die Kärtchen. Boah, wie hast du das hingekriegt? Stellt euch das mal vor, ein sprechender Dinosaurier. Holla! Ich rede ja auch. Unsere primitiven Großhirnrinden wurden offensichtlich so modifiziert, dass sie hochkomplexe intellektuelle Konstrukte verstehen können. Das haben sie doch nicht aus lauter Liebe zu uns getan. Aber ja doch. Ihr seid mächtig, stark und furchteinflößend. So etwas wie ihr hat mir gefehlt, damit die Quadranier mich fürchten und mir gehorchen. Kommt nicht in die Tüte. Vergiss es. Aber ihr müsst mir gehorchen, Freunde. Ich habe euch geschaffen. Versucht doch mal, uns dazu zu zwingen. Warum nicht? Oh! Der nächsten Truppe verpasse ich etwas mehr Boshaftigkeit und weniger eigenständiges Denkvermögen. Aggressiv, niederträchtig und gemein. Genial! Hey, seht euch die Raubsaurier an! Anscheinend hat er es nochmal versucht. Raubsaurier mit Verstand. Eine gefährliche Kombination. Lieutenant, Sie wissen, dass transdimensionale Reisen streng verboten sind. Aber wir werden Argo verlieren, Captain Bortek. Wie können wir uns Gesetzeshüter nennen, wenn wir selbst die Gesetze auch nicht einhalten? Gut gemacht. Echt starke Leistung. Waren Sie das? Jawohl. Ich bin Argo Sordak, euer neuer Meister. Voll cool. Und was liegt so an, Mann? Noch tausend von deiner Sorte und ganz Quadrania liegt winselnd zu meinen Füßen. Verflucht, das ist der quadranische Sicherheitsraumgleiter. Überlass sie uns. Die vernaschen wir als kleinen Snack zwischendurch. Ihr seid boshaft, verkommen und grausam. Ich bin stolz auf euch. Bad Rap, das ist ein Plasma-Sprengwerfer. Die gefährlichste Waffe, die quadranische Waffentechnologie bisher entwickelt. Schön handlich. Ich entwickle, um präzise zu sein. Hex, diese Holoklingen sind für dich. Das ist für dich, bitter. Die Chemikalien in diesem Tank schmelzen auf den härtesten Stahl in einer Chromosekunde. Nun geht und probiert die Geräte aus. Daran zum Beispiel. Das ist ein Verstoß gegen Artikel 602, Paragraph B. Wahrscheinlich gilt er deswegen als kriminell. Genau diesen Grund verstößt es gegen das Gesetz, unsere Dimension zu verlassen. Hier ist alles starr und massiv. Wer mag das wohl sein? Tja, Argo hat sie abgeschossen. Dann können sie nicht so übel sein. Hey, alles okay? Ist jemand verletzt? Können wir euch helfen? Halt! Riesenhaften wilden Bestien ist es nicht gestattet, quadranische Sicherheitskräfte zu fressen. Da bringen Sie mich auf einen Gedanken. Ich hatte noch kein Mittagessen. Ich weiß nicht, gegen welches Gesetz das verstößt, aber es muss hier irgendwo drinstehen. Ich hab's gleich. Sie fressen? Wie geht's? Ich bevorzuge einen kleinen Salat aus Sumpfdotterblumen in Schachtelhanddressing. Mit Farn und Algen als Sättigungsbeilage. Feines Fresschen. Verzeihung, ihr seid sprechende Dinosaurier. Ja, und Sie sind eine sprechende Quadranierin. Ich bin T-Bone. Das ist Tags. Sehr erfreut. Und Hallöchen.
Bleib da stehen! Wir sind auf der Suche nach einem gefährlichen Kriminellen, Argor Sordak. Sieht aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Mit uns könnt ihr rechnen, jederzeit und an jedem Ort. Nein, Sie dürfen sich nicht einmischen, Artikel 502, Paragraph P. Dieser Argor baut eine ganze Armee von Raubsaugern auf. Sie sind auf unsere Hilfe angewiesen. Unmöglich! Artikel 911, Paragraph C sagt eindeutig, alle Kampfhandlungen obliegen ausschließlich autorisiertem Personal. Dann solltet ihr uns autorisieren. Die Raubsaurier fressen euch als Snack. Das wollen wir doch mal sehen. Lieutenant, machen Sie unseren Raumgleiter startklar. Verflucht. Cool bleiben, Jungs. Die braucht uns schneller, als ihr lieb sein kann, wetten. Ausgezeichnet. Die Raubsaurier bedeuten mehr Chaos. Der Raumgleiter vom Sicherheitsdienst versucht wieder zu starten. Dann geht runter und verhindert das. Ja, mein Meister. Na, worauf warten wir noch, Jungs? Mach ja Häppchen mit dir! Ja. Nein, halt! Die Waffe wurde für eine andere Dimension entwickelt. Wer weiß, was sie hier anrichten kann. Das werden wir gleich erfahren. Ja. Diese Dimension. Aber ich habe ja noch meine Raubsaurier. Schade, dass ich Backlab nicht retten kann. Naja, wieder sind Freunde. Deshalb sind die transdimensionalen Reisen verboten worden. Argor hat hier alles zerstört. Beginnt sofort mit der Evakuierung. Und was ist mit Ihnen, Captain? Artikel 38, Paragraph B. Die Hauptaufgabe eines quadranischen Offiziers besteht darin, die Zivilbevölkerung zu schützen. Was, diese Dinosaurier? Ja, fangen Sie an. Alles zu Klumpf und dann ab. Schnell, kommt an Bord. Wir haben nicht mehr viel Zeit. In diesen Tiefkühlkammern sind wir sicher, bis eine Rettungsmannschaft eintrifft. Rettungsmannschaft? Artikel 5, 5 Absatz 9 gesagt. Schon gut, wir glauben dir aufs Wort. Hoffentlich haben wir eine lange Haltbarkeitsdauer. Der Blechhaufen gehört nach Detroit, ca. 1957. Als hätten wir nichts Besseres zu tun, als Schrottplätze auszugraben. Tiefgekühlte Dinosaurier. Wunderbar, Backman. Ich muss schon sagen. Ich wette, das Ding klingelt wie eine Registrierkasse. Ich wäre fast drauf reingefallen, wenn ihr nicht diese aufgeladen hättet. Ich bin ein haarloses Säugetier und es kann sprechen. Ich hatte einen völlig verrückten Traum. Wir haben gegen Raubsaurier gekämpft. Kein Traum, Spaß, der Herr. Dr. Benning, überlassen Sie alles Übrige uns. Was geht hier vor? Diese Entdeckung ist zu wichtig, um die Zivilisten anzuvertrauen. Oh. Das hat doch gar nicht wehgetan, oder? Sprechende Dinosaurier, hochentwickelte Dinosaurier, deren Hirne größer als Walnüsse sind, ein unglaublicher Fund. Wer kommt zu sich, ob die Ketten halten werden? Hey!
Sie sagten, dass die Ketten halten würden. Aktivieren Sie sofort weitere Roboter. Nein, danke. Ich habe lange genug geschlafen. Die mit ihr? Frechheit! Ihr müsst mich sofort losbinden! Sie hat uns vor der frühgeschichtlichen Katastrophe das. Sie hat auch die Raubsaurier gerettet! Jungs, beruhigt euch! Wenn diese Artikelnummern besagen, dass wir sie freilassen sollen, tun wir der Dame den Gefallen! Gut! Ich begrüße eure Achtung des quadranischen Gesetzes! Ah. Na toll! Noch mehr Betäubungsgas! Los, Jungs! Wie wär's? Spielen wir eine Runde Jurassic Park mit der Bude! Bullseye! Das Fenster! Schaff uns hier raus, Alter! Ich komme nach. Ergebt euch. Ich habe ihr Sicherheitssystem neutralisiert. Wenn wir es jetzt auch noch schaffen, dieses Schiff zu starten... Läuft! Jedenfalls so lange, bis wir hier raus sind. Blasen wir den Laden in die Eisbahn zurück! Hinterher! Wo sind all die Dinosaurier? Wir müssen sie finden. So, Freunde, ich habe mit Ihrer Datenbank ausgerechnet, wie viel Zeit wir verschlafen haben. Es sind genau 65 Millionen Jahre. Wenn sich diese haarlosen Säugetiere so weit entwickelt haben, wie weit müssen dann die Dinosaurier in ihrer Entwicklung heute sein? T-Bone, die Dinosaurier, sie sind verschwunden. Was? Du meinst, sie sind irgendwo anders hingegangen? Sie meint verschwunden, ausgestorben, nicht mehr existent. Ausgestorben? Wir gehören hier gar nicht hin. Sieht aus, als bekämen wir Besuch. Vier Fluggeräte, sie holen schnell auf. Ich versuche, sie abzuhängen. Ihr Stacheltier! Das ist eine Statue! Natürlich ist es eine Statue! Schließlich seid ihr in einem Dinosauriermuseum! Mein Name ist Porcupine Duval und ich habe Dinosaurier überall! Na los, kommt doch rein! Hier fällt ihr gar nicht auf, wenn man in der Nähe von Roswell wohnt, kann einen nichts mehr überraschen! Übrigens gibt es im Fernsehen gerade eine Sendung über ein paar andere Dinosaurier! Seht es euch an! Es ist höchste Zeit, dass wir den haarlosen Säugern die Herrschaft über diesen Planeten entreißen. Brüder, schließt euch uns an. Die Welt muss wieder uns gehören. Wir müssen ihn aufhalten. Wenn Brad Webb seine Waffe benutzt, könnte es sein, dass er versucht, die Welt zu vernichten. Oh, um Gottes Willen, den Kabelempfang haben Sie schon vernichtet. Ich helfe euch, wenn ihr mir versprecht, sie aus dem TV-Studio zu jagen. Wenn man in die Schlacht zieht, muss man beweglich sein. Wir können einiges von mir benutzen und den Rest holen wir dann aus eurem Raumschiff. Ich rüste euch perfekt aus. Tja, sieht nicht schlecht aus, Leute. Habt ihr Lust, einem Haufen Raubsaurier die Zähne zu ziehen? Jungs, wartet noch. Artikel 508, Paragraph D besagt eindeutig... Also, Chedra, dieses Gesetzbuch ist seit 65 Millionen Jahren überholt. Legen wir los. Wartet, Jungs, wartet auf mich. Ihnen irgendwie helfen. Bei uns melden sich alle möglichen Spinner, die nicht glauben, dass wir echt sind. Andere wollen uns sogar Geld schicken. Aber wir sind völlig echt. Für nur 15,95 beweisen wir Ihnen, wie echt. Raubsaurier, na endlich, sie kommen, um sich uns anzuschließen. Falsch, Bad Rap. Du wirst dich ihnen anschließen. Gleich bist du nämlich auch ausgestorben. Ablegen!
jetzt bist du fällig! Nein, das Ding wirst du nie wieder abfeuern, nie wieder! Ha! Vielleicht hast du recht, vielleicht auch nicht. Überleg mal, lass es dir durch dein wahnlos großes Gehirn gehen. Wenn du mich und den Laden hier wegpustest, pustest du dich selbst auch weg. Wer von uns hat ein wahnlos großes Gehirn, hä? Ich muss mich korrigieren, Hex. In deinem Fall ist erbsengroßes Hirn die korrekte Formulierung. Warte, du! Den Saurier um! Und unsere Artgenossen, wir können die nicht einfach hier lassen. Ich weiß genau das richtige Plätzchen für die Jungs. Nicht mit mir, Kaulquappenherrn. Lass ihn laufen, Bullsan. Wir müssen uns beeilen. Los! Sehr gut. Das wird sie hoffentlich ein wenig abkühlen. Bad Rap ist immer noch frei. Na und? Den kriegen wir auch noch. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Wir haben die bösen Buben erstmal auf Eis gelegt. Wir gehören hier nicht Tierspalt. Wir sind 65 Millionen Jahre zu spät dran. Ja, die Raubsaurier auch. Sie sind eine gewaltige Bedrohung. Irgendjemand muss sie im Zaum halten. Jemand, der ebenso gewaltig ist. Ja, das können nur wir sein. Die gewaltigen Supersaurier. Na, was sagst du dazu? Hört sich gut an. Ehrlich gesagt, es hört sich sehr, sehr gut an. Bin schon da, Chadra. Falls es dich interessiert, die gewaltigen Supersaurier sind auf dem Weg zu den nächsten heißen Quellen. Wir brauchen Erholung. Komm nach, wenn du Lust hast. Warte, wir wollen hier